In Dortmund begrüße ich den Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch. Einen schönen guten Abend, Herr Brüsch. Und bevor wir vielleicht inhaltlich sprechen wollen, grundsätzlich, wie bewerten Sie denn den Vorstoß, nachdem 2020 der Vorstoß schon im Bundestag gescheitert ist, das Thema Organspende wieder auf das Tableau zu bringen? Also es ist wichtig und richtig, dass wir uns mit dem Thema Organspende beschäftigen. Ich tue das immer wieder und ich bin für die Organspende. Ich bin aber grundsätzlich für die Freiwilligkeit, weil nur die Freiwilligkeit auch Spende genannt werden kann. Sonst müssten wir den Begriff der Spende hier schon einschränken. Aber ist es nicht freiwillig, wenn ich sage freiwillig Nein zu dieser Entscheidung? Also ist anders gefragt, ist es nicht wirklich zumutbar, sich zu Lebzeiten mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Herr Ufer, in unserem Rechtssystem ist das relativ klar. Wenn ich Post bekomme, die ich nicht haben will, muss ich nicht widersprechen. Wenn ich eine Liebe anbiete, dann muss ich freiwillig zusagen. Dazu ist auch klar und das ist bei der Organspende auch so. Schweigen bedeutet in deutschem Rechtssystem nicht einfach Zustimmung. Und auch darüber müssen wir uns klar sein. Jeder medizinische Eingriff, sei ja auch gut gemeint, ist ohne Zustimmung des Patienten jedenfalls drohender Gefahr der Körperverletzung. All dies können wir nicht über Nacht auf den Kopf stellen und ist verfassungswidrig. Also aus Ihrer Sicht verfassungswidrig. Inwieweit ist denn dann ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen? Haben Sie gerade schon ein bisschen erläutert, können Sie noch ein bisschen tiefergehend erörtern? Also ich wundere mich schon, dass wir vor 4 Jahren ein Gesetz verabschiedet haben, mit großer Mehrheit, das, lieber Herr Ufer, bis heute nicht umgesetzt worden ist. Es sind die Länder, die blockieren, nämlich da war ja die Absicht, in den Passstellen durch datensichere Terminals abfragen zu lassen, bin ich für oder gegen Organspende. In keiner dieser Passstellen, in keiner dieser Führerscheinstellen gibt es das bis heute. Und viele Dinge gibt es ebenso nicht. Wir stützen nicht die Krankenhäuser, die verantwortlich sind, diese möglichen Organspender zu identifizieren. Wir unterstützen nicht durch Freistellung der Berufe hier, die sich darauf konzentrieren können. Wir tun nichts für die Bildung, viel zu wenig und wundern uns, dass es bei uns nicht funktioniert. Gucken dann aber nach Spanien und sagen, da funktioniert's. Dabei ist das nur die halbe Teil der Wahrheit. Ja, Spanien hat eine Widerspruchslösung, aber in Spanien hat sich nichts geändert durch die Einführung. Geändert hat es sich erst dann, als das Netzwerk funktionierte. Ein Netzwerk, das bei uns überhaupt nicht richtig existiert. Und woran liegt das? Also das eine sind wahrscheinlich die Digitalisierungsprobleme im Land oder der Wille. Und bei den Krankenhäusern haben wir grundsätzlich eine finanzielle Diskussion, die vielleicht die Unterstützung der Krankenhäuser problematisch erscheint, oder? Wenn ich tatsächlich keine Ärztin und keinen Arzt freistelle für diese wichtige Aufgabe, auch nicht nur zur Identifizierung des Patienten, der möglicherweise Spender ist, sondern auch für ein gutes Gespräch mit den Angehörigen, wenn ich das alles nicht bereitstelle, wenn ich nicht durchdringe, auch Schulen, auch Universitäten, auch Freizeit mit diesem Thema, dann muss ich mich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Wenn der Schnittstelle zwischen Entnahmekrankenhaus und Transplantationszentrum auch nicht funktioniert, dann kann das nicht besser werden. Anstatt hier zu arbeiten, ohne die Verfassung einzuschränken und die Rechte dort aus. Nein, stattdessen wollen wir immer wieder die Diskussion wenden in der klaren Definition, dass Schweigen nicht Zustimmung bedeuten kann. Und es macht ja auch keinen Sinn, machen wir uns nichts vor, die Angehörigen draußen zu lassen. Das würde sich in Spanien niemand trauen. Bei uns sagen wir, die Angehörigen, für die ist es schwer, sich zu entscheiden. Wir sollten froh sein, dass 25% der Organspende in Deutschland deswegen zustande kommen, weil Angehörige Ja sagen. Anstatt sie jetzt auszuschließen, ist sie mit einzuziehen das Entscheidende, Herr Ufer. Was schlagen Sie vor, um, sage ich mal, die Bildung, die Präsenz des Themas weiter voranzutreiben? Also das wird nicht mit ein paar Euro gehen. Wenn wir eine Freistellung alleine der
im Krankenhaus Beschäftigten in den Blick nehmen müssen, dann reden wir hier von Millionen. Wenn wir Schnittstellen aufbauen wollen, die digital funktionieren, dann reden wir auch hier von Millionen. Und dann wird aber das wichtig sein, weil das eine gesamtgesellschaftliche Ansprache ist. Ich habe die große Befürchtung, dass die Widerspruchslösung genau zu einer anderen Seite führen, dass die Leute dann sagen, da möchte ich nicht mitmachen, dass wir also weniger Spender haben. Die Gefahr ist groß, dass wir tatsächlich das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das dürfen und wollen wir nicht. Und deswegen appelliere ich tatsächlich an das Gewissen der Bundestagsabgeordneten in dieser Frage, immer den verfassungsrechtlich-ethischen Blick in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich habe die große Hoffnung, dass die Mehrheit sagt, das können und wollen wir in Deutschland nicht realisieren. Herr Brüsch, ganz kurz zum Abschluss unseres Gesprächs. Sie sehen demnach nicht unbedingt eine fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung an der Bereitschaft der Organspende? Ich sehe überhaupt keine fehlende Akzeptanz. Aber wir müssen auch eine Basis schaffen, die funktioniert. Wenn ich zum Beispiel dem Einspieler höre, dass Polizisten fragen sollten, ob man für oder gegen eine Organspende ist, dann ist das doch abenteuerlich, auf die Art und Weise mit Angehörigen umzugehen. Und das wird auch noch im Bundestag als Argument geführt. Ich bitte Sie, sowas muss im engsten, vertrauten Raum mit guten Ärztinnen und Ärzten, die vorbereitet sind, die empathisch sind, die Gefühle haben. Der Polizist um die Ecke klingelt an der Tür und sagt, ist Ihr Sohn, werde er ein Organspender, ja oder nein? Wenn das so sein sollte, was ich hoffe nicht der Fall ist, dann kann ich nur an alle appellieren, an die Vernunft, an die Ethik und dass die Zustimmung auch der Angehörigen wichtig und richtig ist. Eugen Brüsch im Führungsgespräch, der Vorstand der Deutschen Stiftung für Patientenschutz. Vielen Dank für die Einordnung, Ihre Meinung und Grüße nach Dortmund. Einen schönen Abend noch. Dankeschön, Herr Brüsch. Alles Gute, vielen Dank, Herr Ufer.